Willkommen zurück zu Songs of Conquest. Ja, mein letztes Let's Play ist schon eine ganze Weile her und es gab zwischendurch jetzt einige Updates. Wir befinden uns ja hier im Early Access immer noch und viele der Verbesserungen und Erneuerungen haben jetzt den Multiplayer betroffen. Wir werden uns hier aber dem Einzelspielerspiel widmen, der Kampagne. Und das vorige Mal habe ich ja das Lied von Tapferherz gespielt und wir sind ja kläglich in einer der späteren Missionen gescheitert. Und ja, ich hatte ja gesagt, dass ich da nicht einfach das letzte Savegame immer wieder anfange, bis es dann irgendwie gut klappt. Wenn wir scheitern, dann scheitern wir und Tapferherz ist nun mal gescheitert. Ich dachte, das wäre ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt mal wieder die Songs of Conquest zu besuchen und vielleicht diese zweite Kampagne hier auszuprobieren. Das zweite Lied nennt sich das Aus der Asche. Okay, und worum geht's denn hier? Aus den Sklavenminen Barias befreit, müssen Rask, wenn er so ausgesprochen wird, von den Südbachebenen und eine kleine Gruppe Rana fliehen und sich den Weg in die tiefen Sümpfe und nach Hause erkämpfen. Aber die Gefahren im Marschland sind zahlreich und Rask muss die Macht Ranas erwecken, um die Bedrohung durch die Menschen ein für alle Mal zu beenden. Aus der Asche erheben wir uns. Okay, dann starten wir mal die Kampagne. Jetzt haben wir hier die Karte und die Rana waren doch diese Froschwesen, soweit ich mich erinnern kann. Also das Leben kehrt in die Sümpfe zurück. Versklavt sind die Rana, versklavt sollen wir alle sein. Der Menschen so viele, sie so groß, wir so klein, sie preschen in die Sümpfe und sie bringen uns fort. Sie rauben alle Nestlinge des Nachts aus dem Ort. Aber wisse, kleiner Nestling, Zeiten kommen und gehen und wir werden frei sein. Vertrau mir, wirst sehen, ein Hüter wird kommen, seine Ketten zu brechen, sein Zorn bricht sich Bahn, seine Kraft lässt er sprechen. Der Reiter ist da, wir grämen uns nicht mehr, der Reiter ist da, es brüllt das Rana her. Okay, ich denke, wir bleiben hier einfach mal auf normal, wir stellen hier nicht auf schwer. Und ja, Free Haven. Damit starten wir dann wohl. Mission beginnen. Ja, und dann werden wir mal sehen, was uns hier so erwartet. Bisher haben wir halt nur die Menschen gespielt und hatten in der letzten Kampagne ja zumindest auch ein paar Fee-Einheiten. Aber die Rana haben wir nur einmal getroffen. So, beliebige Taste, jetzt geht's hier voran. Ah, Rask von den Südbach-Ebenen. Ja, das sieht doch hier alles ganz anders aus. Richtig nach Barja. War Sklave der Barianer, seit er als Quappling dem Sumpf entrissen worden war. Tag für Tag musste er und die anderen Welblinge in den Minen schuften. Er hatte dies bereits als sein Schicksal, das Schicksal aller Rana, akzeptiert. Alles schien hoffnungslos bis heute. Ja, die Rana scheinen wohl Teil dieses Barja-Bundes zu sein. Barja scheint ja sowas südländischer Bund irgendwie verschiedener Völker gewesen zu sein. Irgendwelche Söldner, damit hat man zumindest immer zu tun. Den kennen wir auch noch aus der vorigen Kampagne. Nun, Froschling, heute ist dein Glückstag. Ich, Hauptmann Xavier Seidenspindel, habe dich und deine Kameraden befreit. Eure Ketten sind gesprengt und ihr müsst nicht länger in den Minen des Hauses Rosenwasser schuften. Durch meine Hand und meinen Vertrag ist die Freiheit euer. Okay. Freiheit! Danke, Freund der Rana, Freund von Rask. Okay, das ist er hier. Ich bin niemandes Freund. Ich habe nur meine Ehre und einen Vertrag. Und dieser Vertrag will, dass ich dich befreie. Komm, Froschling, heute sind wir Verbündete und ich werde dich in die Sicherheit führen. Aber wie können wir gehen? Wir schaffen es kaum, die Wüste zu durchqueren und in den Sumpf zurückzukehren. Ich habe meine Talente als Hüter genutzt. Und dieses Portal aktiviert. Geht einfach hindurch und es wird euch weit weg von hier zu eurem geliebten Sumpf befördern. Und diese Waffen werden euch helfen, der erneuten Gefangennahme zu entgehen. Der Sumpf umsorgt uns. Wir schulden dir unser Leben, Hauptmann Seidenspindel. Aber mit diesen Waffen und deiner Hilfe können wir die anderen Sklaven in der Mine befreien. Zu spät. Der Alarm wurde ausgelöst und Alea wird euch jagen. Lauft nach Hause, kleiner Rana. Es gibt keinen Profit in dieser Welt für euch. Als er seine Söldner durch die Flamme führte, gewährte der galante Hüter Hauptmann Seidenspindel Rask und seinem Brutkameraden die Chance, durch das aktivierte Portal zu entrinnen. So, er hätte jetzt natürlich gern hier seine Minenkumpanen befreit, so wie es aussieht.
Wir sollen auch hier verschwinden, direkt durch das Portal. Wir können auch gar nicht uns entscheiden, hier rauszugehen, oder? Nee, das können wir nicht. Dann machen wir das auch einfach mal, dass wir hier durch das Portal gehen. Achso, er hat uns auch noch irgendwie Waffen gegeben. Jetzt muss ich doch mal schauen, wo waren das hier? Den Charakterbogen, dass wir uns den vielleicht mal ansehen, was wir hier für Fähigkeiten haben. Also Truppenmodifikatoren haben wir, Nahkampfoffensive, Fernkampfoffensive. Wir haben keinerlei Ausrüstung, also er hat uns nicht wirklich Waffen gegeben. Dann haben wir hier die Fähigkeit zu kommandieren. Das ist ja, wie viele Truppenarten man befehligen kann. 3 sind sehr wenig. Und Nahkampfoffensive ist besser. Das ist schon mal okay. Gut, was sind das hier für welche? Jäger. Wer überleben will, muss jagen und nicht gejagt werden. Okay. Also das ist wohl dieser Standard-Nahkämpfer hier, wie es aussieht. Gibt auch Essenz, Schöpfung und Zerstörung. Und bei Zaubersprüchen, was haben wir denn dann hier für Zauber? Aggression. Es gibt dann Nahkampfoffensive, Fernkampfoffensive und das hier ist dann das mit Hindernissen erzeugen und hier diese Initiative runtersetzen, ein bisschen Schaden. Okay, das haben wir schon so ein bisschen mal kennengelernt. Werden wir dann in der Schlacht aber auch, denke ich, früh genug erleben. Wir gehen jetzt mal durch das Portal. Und wir tauchen hier oben auf. Ist das schon das Sumpfland? Es sieht ganz so aus. Die Energie des aktivierten Portals trieb Rask und seine kleine Schar von Brutkameraden hindurch und sie gelangten in die Randgebiete ihres geliebten Sumpfes. Nachdem sie schnell einen nahegelegenen Aussichtsturm erobert hatten, rückten Rask und sein treuer Freund Chikam näher zusammen. Oh, das ist Chikam. Rask, was tun wir jetzt? Wir fliehen nach Norden. Die alten Rana würden sagen, wir sollen den Verwüstergipfel bei Tag auf unserer Rechten halten und bei Nacht dem Seerosenstern folgen. Bald werden wir die wahre Freiheit erfahren. Keine Sklaven mehr. Okay, also den haben wir jetzt sozusagen hier schon in Besitz genommen und wir können uns auch mal ein bisschen umsehen, was hier alles so herrscht. Wir haben jetzt kein Städtchen oder irgendwas. Und jetzt natürlich die Frage, wo wir als erstes hingehen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Hier mit Alt konnten wir das hier alles anzeigen. Ist ja jetzt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt hatte. Nach hier unten können wir jetzt sowieso nicht gehen. Hier ist eine Klippe. Und hier oben, das sind bajanische Händler, denen wir uns hier stellen könnten. Und da sind eingesperrte Gefangene. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass das vielleicht welche von uns sind. Wir begeben uns mal weiter hoch. Und werden uns diesen jetzt hier auch mal stellen. Was sind das für Gegner? Einige Tüftler und einige Bestien. Okay, dann schauen wir doch mal. Also er meldet sich hier. Weiter voraus waren einige bajanische Händler dabei, Rana in Käfige zu zwängen und sie für den Transport vorzubereiten. Einer der eingesperrten Rana entdeckte Rask und seine kleine Schar von Flüchtlingen und stieß einen Warnruf aus. Okay. Die werden wir doch sicherlich jetzt hier befreien, oder nicht? Ihr da! Reiht euch bei den anderen ein und wir machen uns auf den Weg zu den Minen der Sturmdünen. Kommt schon, legt einen Zack zu, dann passiert keinem etwas. Wir sind keine Sklaven, Hauptmann Seidenspindel, Freund der Rana, hat uns befreit. Seidenspindel? Eine tolle Geschichte. Wir wissen, dass ihr entlaufene Sklaven seid und sowohl hungrig als auch verirrt seid. Sein dürftet. Das Haus Bellicus wird euch mit offenen Armen empfangen. Kommt freiwillig mit und wir geben euch zusätzliche Rationen für eine Woche. Ja, wie gnädig. Nein, nie wieder. Befreit die Quapplinge aus diesen Käfigen und wir machen uns auf den Weg. Dieser Narr Seidenspindel hat sie ausgerüstet. Das wird wieder wie das Zwölfmond-Massaker. Und wir profitieren nicht mal davon. Froschlinge, wir hegen keinen Groll gegen euch. Es steht euch frei zu gehen. Ja, rasch können sie seinen Blick nicht von den verängstigten Quapplingen in den Käfigen abwenden. Sein Herz pochte laut in seinen Ohren, sein Körper brannte vor Wut. Plötzlich vernahm er eine Stimme in seinem Kopf. Erwache! Rasch spürte er den Schmerz und die Wut seiner Brutkameraden durch sich lodern. Er fühlte Essenz. Wir gehen nicht ohne die Quapplinge. Befreit sie jetzt! Ihr Sumpfgezücht, erdreistet euch, uns herauszufordern. Seid dankbar, dass wir eure winzigen Handgelenke nicht in Eisen legen. Wir tragen nie wieder Eisen. Rana, tot den Sklaventreibern, befreit die Quapplinge. Ja, und es kommt jetzt hier zum Kampf. Jetzt ist natürlich die Frage, haben die hier Fernkämpfer? Wir sind hier so ein bisschen weiter oben. Wir müssen aber näher ran.
können aber auch hier ranlaufen. Ich hatte halt überlegt, die hier runterzusetzen. Aber hier haben wir halt Fernkampfschutz, ja. Wir bleiben mal hier oben, weil ich weiß nicht, ob die nicht zuerst drankommen. Und dann werden wir ja sehen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das hier für Truppen sind. Manuelle Schlacht. Das finde ich auch immer am spannendsten, wenn man so überhaupt keine Ahnung hat, was das hier ist. Okay, also das sieht mir nicht nach Fernkämpfern aus. Der sieht mir ja aber ganz schön mächtig aus, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Bestien. Schauen wir mal. Leben 45, 12 bis 16. Nur mal im Vergleich. 6 Leben. 2 bis 3. Okay. Und wie weit können unsere hier laufen? Das ist okay. Na, der hat nicht so eine hohe Reichweite. Er hat eine Zauberschadensresistenz auch noch. Gut. Was ist mit dem hier? Das ist ein Mensch. 6 bis 9 und 22 Leben. Okay. Wir haben halt wesentlich mehr Truppen, ja. Der hat aber keine irgendwie besondere Fähigkeit. Wir sollten uns auf jeden Fall hier nach unten begeben. Wir laufen mal hier. Laufen wir hier lang? Ja, können wir ruhig machen. Der kommt ja sowieso nicht ran. Okay. Wir bekommen noch ein bisschen Essenz dazu. Ich würde hier... Ah, der kann hier angreifen, sonst hätte ich mich da hochgestellt. Ich würde mich mal hier hinstellen. Würde hier stehen bleiben, weil ich würde gern auch vorher noch einen Zauber wirken, ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir haben dann jetzt hier genug. Wir haben jetzt hier einen Zauber. Berstpilz, das sind Minen. Und das wäre natürlich schön, wenn sich das hier gleich auslöst. Dann müssten wir sie aber erstmal uns angreifen lassen, potenziell, ne? 0 von 1 würden sterben, 2 bis 3. Der würde von hier oben angreifen. Das finde ich natürlich sehr gut. Dann machen wir das mal. Zack. Okay, er hat halt zurückgehauen. Hier könnte man noch Hindernisse erstellen. Hier würden wir halt da reinlaufen. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Den könnten wir töten, aber dann laufen wir hier durch seine Verteidigungszone. Das heißt, er würde uns hier angreifen. Das heißt, wenn wir uns hier hinstellen, hier hinten, könnten wir hier vielleicht die Minen hinstellen, oder? Ich glaube, ich würde mich mal hier hinten hinstellen. Oh nein! Ich hätte jetzt... Er kommt jetzt sofort dran. Ich wollte doch die Minen hinstellen. Ich dachte, ich kann die dann noch wirken. Kann ich aber scheinbar nicht. Was haben wir denn jetzt hier noch? Nahkampf- und Fernkampfoffensive oder halt 5 Schaden noch und die Initiative runter. Wir geben mal ihm hier noch die Aggression. Okay. Und dann werden wir noch den Schaden hier drauf machen. So. Schauen wir mal, ob das gleich ausreicht. Nee. Ja, da hatte ich schon wieder den ersten Fehler gemacht. Ja, zu schnell geklickt. Ich wollte erst die Minen noch positionieren. Da im unteren Bereich. Ich hoffe, das macht jetzt nicht allzu viel aus. Wir haben halt hier 7 und 5 verloren. Das ist natürlich nicht so toll. So, Raschk und seine Brutkameraden ließen die angeketteten Rana frei, die sich rasch in ihre Gruppen einreihten. Ja, wir bekommen jetzt hier Verstärkung, so wie es aussieht. Raschk, was ist passiert? Wir konnten alle spüren, wie deine Macht und Wut in unseren Leiber strömten und uns stärkten. Wir konnten sehen, wie du Magie anwendest. Das haben wir gemacht. Etwas in mir riss und zerbrach, wie die Ketten um unsere Kehlen. Vielleicht bin ich ein Hüter, vielleicht war ich das schon immer. Die Sümpfe passen sich an. Ich habe noch nie etwas von einem Rana-Hüter in unserer Gegenwart gehört, Raschk. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen so viele Rana befreien, wie wir können und in den Sumpf fliehen. Ja, 15 Stück, wunderbar. Die teilen wir auch hier so ein bisschen auf. Können wir die nicht gleichmäßig aufteilen? Genau, 19, 19, das ist doch schon mal sehr schön. Hier ist noch eine Quelle der Macht. Sind das noch mehr? Oh, sehr gut. Ah, wir können uns entscheiden, was wir hier nehmen. Wir nehmen aber die Truppen, hätte ich gesagt. Nicht die Erfahrung. Und auch die teilen wir hier nochmal auf. Und wo gehen wir jetzt weiter? Wir gehen mal zu diesem Aurelianischer Meilenstein. Da gibt es so ein bisschen Bewegung dazu. Und ja, hier ist noch eine aufgegebene Lore und ein Aussichtsturm. Auch das werden wir uns einverleiben. 400 Gold. Das erste Gold, was wir über uns haben. Na gut, wir waren halt Sklaven. Ne? Zum Aussichtsturm. Raschk und Chikam schlossen sich den anderen entflohenen Sklaven an, um ihre Wasserschläuche am Teich zu füllen und ihren Durst zu stillen. Chikam, was ist los? Ich hatte vergessen, wie der Sumpf riecht. In den Minen träumte ich von zu Hause.
stellte mir mein Dorf und den Tümpel vor, in dem ich ausgebrütet wurde, aber jedes Jahr verlor ich ein bisschen mehr von dieser Erinnerung. Wir gehen nie wieder in diese Minen zurück, mein Freund. Niemals. Wir fliehen und laufen in die Sümpfe, wo die Bajaner uns niemals finden werden. Okay, alles klar. Also Aussichtsturm. Den haben wir jetzt schon bekommen. Wir sammeln hier mal noch ein bisschen... Nee, haben wir noch nicht. Wir müssen die Runde beenden. Wir haben keine Bewegung mehr. Wir sammeln hier mal noch das Holz ein. Das können wir eventuell dann noch gebrauchen. Und hier unten steht wieder leicht. Bewachen die noch einige von uns? Ja, das sieht so aus. Hier haben wir auch noch ein bisschen Gold zum Einsammeln. Und das sieht aber so aus, als wären das hier Fernkämpfer, ja. Musketiere und dann noch Pikeniere. Aber wir werden uns ihnen stellen. Was haben wir denn hier? Noch mehr Rana für Zielübungen? Lauft zurück in euer Moor. Unser Handel ist für heute erledigt. Verlass sofort unseren Sumpf, Bajana, oder wir verfüttern deine Leiche an das Moor. Okay, die sind also hier. Jetzt ist es natürlich immer die Frage, wenn das hier die Fernkämpfer sind, wie weit man sich da wegstellt. Ja, man möchte auf keinen Fall irgendwie in die Kernreichweite kommen. Die ist meist so in diesem Bereich, hätte ich mal gesagt, bei den Musketieren. Und man muss natürlich aber auch rechtzeitig rankommen, um sie zu verwunden. Ich bin mir jetzt unsicher. Ich stelle mich mal hier und ich hoffe, sie können jetzt nicht direkt auf mich schießen. Wir werden sehen. Ja, da ist er. Und jetzt wären wir tatsächlich genau in der Reichweite drin, sieht man hier. Hier oben wären wir jetzt nicht drin gewesen. Und hier kommen wir jetzt halt in die Kernreichweite rein, ja. Er kommt auch gleich als nächster dran. Man könnte jetzt sagen, wir bleiben hier knapp außerhalb. Gehen nur eins ran. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und der läuft bis dahin, hat aber eine Zweierreichweite, ne? Die hatten so einen langen Speer. Das heißt, der kann dann aber direkt angreifen, oder? Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, kann der mich zumindest nicht angreifen. Das heißt, der bleibt da mal stehen. Und der muss auch ein bisschen ranrennen. Aber nur ein Stück. Ist die Frage, kann er mich von hier dann angreifen? Hier kann er angreifen. Wenn er hier hingeht, kann er mich hier angreifen. Ne? Kann er dann hier so quer rüber? Das weiß ich nicht. Im Zweifel kann ich ja auch hier hingehen, oder? Dann bin ich auch nicht in der Kernreichweite drin. Ich mach das mal so. Jetzt bewegt er sich, macht halt wenig Schaden. Tötet trotzdem gleich drei Stück. Ich würde gerne hier rumlaufen. Der hat sich jetzt natürlich gut nach da unten hingestellt. Okay, 6 bis 9. Wir können noch keinen weiteren Zauber so wirken. Wir hauen jetzt auf ihn ein. Zack. Sind nur noch 5 übrig. Und mit ihm gehen wir jetzt hinten lang. Der wird sich sowieso nicht bewegen. Das heißt, es nützt nichts, wenn wir hier Minen aufstellen. Zack. Und ja, er ist zurückgerannt. Tatsache. Jetzt können wir seine Initiative auch noch runtersetzen. Das machen wir auch gleich nochmal. Außerdem macht das gleich ein bisschen Schaden. Jetzt die Frage, wir rennen gar nicht so nah ran. Wir stellen uns einfach wieder außerhalb hin, oder? Hätte ich gesagt. Hier. Sodass wir ihn dann beim nächsten Mal direkt angreifen könnten. Und auch hier werden wir nur eins rangehen. Und dann müssen wir ihn beim nächsten Mal treffen können. Ja, theoretisch habe ich gesagt. Jetzt ist er aber wieder noch eins zurückgerannt. Aber weiter kann er nicht zurück. Hier wieder außerhalb. Das sieht ein bisschen dämlich aus, weil ich jetzt einige Angriffe ja in Kauf nehme. Aber ihr macht da halt nur 50% Schaden, ja. Der würde sonst viel mehr Schaden machen. So, minus 10 Verteidigung. Ja, ich glaube, mehr müssen wir jetzt hier gar nicht machen. Der lädt halt nach, rennt vor. Jetzt können wir auf ihn einhauen. Und das müsste sogar direkt ausreichen. Ja. Gut, mit dem Kampf war ich doch zufriedener. Ich denke, das geht in Ordnung. Und jetzt haben wir noch Erfahrung dazu bekommen. Mal sehen, ob das dann mal ausreicht, um in eine Stufe aufzusteigen. Narr, was hast du getan? Wieso Narr? Ich habe euch von den bajanischen Unterdrückern befreit. Die Rana sind keine Sklaven mehr. Kommt mit uns in den Sumpf.
Wir haben keine Wahl. Sie werden einen mächtigen Hüter hinter uns herjagen. Und die Menschen gewinnen immer. Unsere Tage sind gezählt. Das Leben kehrt in die Sümpfe zurück. Es gibt immer eine Wahl. Und jetzt haben wir einen Rana-Hüter, wie in den Legenden. Rask wird uns in Sicherheit bringen. Der Sumpf umsorgt uns. Um die Rana zu befreien, braucht es mehr als einen Hüter. Wir versammeln uns im Sumpf, bis wir eine so große Macht sind, dass die Wüste vor unseren Schritten erbebt. Ich sah nie zuvor einen Rana-Hüter, wir begleiten euch. Doch, wenn ihr Erfolg haben wollt, müsst ihr mehr von unseren Brutgenossen dazu bringen, sich uns anzuschließen. Ja, wir sind aufgestiegen. Wir haben weitere Rana befreit, das ist sehr schön. Auch hier wieder gleichmäßig aufteilen. Und jetzt können wir hier etwas wählen. Mehr Nahkampfoffensive, sehr schön. Kampfausbildung, mehr Schaden, sehr schön. Aber kommandieren nehme ich dazu, mehr Truppentypen. Ich meine, aktuell haben wir nur einen Truppentyp, aber man hat gesehen, wenn wir hier weitere Truppentypen bekommen, ist es doch ganz praktisch, wenn man die ein bisschen aufteilen kann. Zumal man durch die Aufteilung mehr Essenz bekommt. Und das ist halt sehr wichtig. Jetzt bekommen wir noch weitere dazu. Auch die nehmen wir natürlich gern mit. Ich werde es trotzdem mal jetzt auf 2 verteilen, potenziell auf 3 Stacks dann. Könnte sogar 4 machen, aber manchmal blocken die sich dann selber. Was haben wir denn hier hinten? Ein Unterstand, der neutral ist. Auch den werden wir jetzt hier noch erkunden. Nächste Runde. Was gibt es dort? Oh, hier können wir jetzt Rana anwerben. Oh, hier ist diese nächste Stufe von denen, die Sturmwache. Haben dann Zauberschadensresistenz und Verteidigung. Sehr schön. Wir nehmen hier halt das Maximum mit. Wir geben hier unser gesamtes Gold aus. Das passt so, denke ich, schon. Oh, hier ist noch eine Quelle des Reichtums. Das hätten wir mal zuerst gemacht. Dann können wir die auch mal mitnehmen. Gut. Wieder aufteilen. Was ist hier noch? Die Quelle der Macht. Und die Runen glühen und erfüllen die Armee mit Wut. Minus Verteidigung, aber plus Offensive. Gut, jetzt können wir hier nicht noch mehr einsammeln. Wir haben hier unten aber noch Gold und ein verlassenes Heiligtum. Eine Quelle des Wissens. Da gehen wir doch mal als allererstes hin. Uchika meldet sich. In welche Richtung sollten wir gehen, Rask? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Der Pass führt uns gen Süden und fort vom Verwüstergipfel. Und es gibt Ärger. Hörst du das? Ich kann das Jaulen der Aasreißer hören. Und wenn ich nicht irre, ist das der Ruf eines Verwüsters. Wir können nicht umkehren. Wir müssen unseren Mut zusammennehmen und uns den Bestien stellen. Nun, sollte ich heute sterben, so habe ich wenigstens den Sumpf noch einmal gesehen und an der Seite eines Rana-Hüters gekämpft. Ja, gemeinsam sind wir stärker, Chikem. Nichts wird uns hindern, heimzukehren. Okay, ja, hier Bestien, Aasreißer, das sieht so aus wie so eine Hyäne. Wir gehen mal hier zu diesem Turm. Und die Rast im Heiligtum gewährt Vision dessen, was geschehen mag. Und dadurch bekommen wir Erfahrung. Müssen die Runde hier auch beenden. Und gehen hier mal noch eins weiter. Was ist hier noch? Noch eine Quelle der Macht. Mhm. Und die Essenz der Schöpfung durchströmt die Armee. Jetzt bekommen wir Schöpfungsessenz dazu. Hier zeigt es nicht die Schwierigkeit an. Steht jetzt unbekannt da. Ja, wo gehen wir als erstes hin? Das ist die große Frage. Stellen wir uns den hier oder den? Wenn wir näher rangehen, zeigt es vielleicht die Schwierigkeit noch an. Wir gehen mal hier hin. Die sehen ein bisschen gefährlich aus. Leicht steht da zumindest. Dann werden wir uns jetzt den hier stellen. Schauen wir mal. Wir müssen übrigens in den Sumpf, der hier hinten ist. Aber das wird wahrscheinlich eine lange Reise. Und hier sind wir ja gestartet. Nur um mal die Map nochmal zu zeigen. Ich denke, wir werden uns jetzt hier noch diesen Aasreißern stellen. 26 bis 50. Jetzt hätte man sagen können, vielleicht hätten wir uns hier nochmal einmal mehr aufteilen können. Aber ich denke, das passt so schon. Für mehr Essenz halt. So, dann schauen wir doch mal, was das hier für welche sind. Also das sind, denke ich mal, Nahkämpfer. Und die haben eine sehr hohe Laufreichweite. Die sind schnell. Haben die irgendwas Besonderes? Chaos-Essenz. Und diese Truppe übt Vergeltung vor dem Angriff. Vergeltung vor dem Angriff? Ha.
weiß ich nicht so recht, was das soll. Vergeltung vor dem Angriff. Weil Vergeltung ist doch, wenn man angreift, dass sie zurück angreift. Aber dann ist ja sozusagen immer zuerst. Oder haut sie dann einfach zweimal zu? Keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall sehr mächtig. Jetzt ist die Frage, die rennen hier ja erstmal ran, was wir als erstes tun. Wir sollten uns nach Möglichkeit natürlich irgendwo oben drauf stellen. Das wäre sehr gut. Wir könnten auch hier oben in der Ecke bleiben. Weil nach hier unten rennen, da haben wir keine Zeit dazu. Wir bleiben mal mit dem hier oben. Wir sammeln Essenz. Und auch hier, mit dem sollten wir uns wahrscheinlich zurückziehen oder in der Nähe von ihm hier bleiben, zumindest. So, der kommt jetzt hier nicht ran. Wir gehen mal nach hier und stellen uns eventuell dann da oben drauf. Vielleicht können wir noch Minen setzen. Hierhin. Genau, und die Minen würde ich doch gerne setzen. Oder wir hauen zuerst zu. Bei 12 bis 18 Schaden macht das hier tatsächlich. 12 bis 18 würden sterben. Die haben kaum Lebenspunkte, so wie es aussieht. Ja? Wenn ich jetzt hier draufklicke, 9 Leben nur, ja. Dann können wir die Initiative noch vielleicht von dem hier runtersetzen. Andererseits würden wir ihn dann hier vielleicht komplett töten, ja. Wenn wir hier mal 5 Schaden machen. 12 bis 18. Wir hauen mal drauf. Ah ja, okay. Jetzt hat man es gesehen. Also der greift an tatsächlich bevor schon wir was machen können. Das ist natürlich eine ziemlich mächtige Fähigkeit. Wir werden den jetzt hier töten. Wir nehmen dann zwar... Der greift uns hier dann zuerst an, aber was soll man machen? Der käme eh ran. So. Okay, wir haben ja zumindest gleich zurückgehauen und dadurch sind hier nur noch 2 übrig. Mehr Offensive brauchen wir nicht, weil wir ihn jetzt eh töten, ja. Aber das ist schon übel, dass er dann zuerst angreift. Das ist echt eine gute Fähigkeit. So, und wir haben gesiegt. Aber 17 von unseren Jägern sind gestorben. Und wir sind noch eine Stufe aufgestiegen. So, was nehmen wir jetzt? Jetzt könnten wir kommandieren noch einmal auswählen. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal aus. 200% mehr Gold beim Plündern. Die Frage ist, wie dolle plündern wir, ja? Und ansonsten hier die Nahkampfoffensive, das ist natürlich bei unseren Nahkämpfern recht gut. Das heißt, ich würde jetzt hier den Nahkampf verbessern. Das machen wir auch einfach mal. Okay, und dann würde ich sagen, verbrauchen wir noch unsere Bewegungspunkte und wir sind am Ende der ersten Folge hier von dieser Rana-Kampagne angelangt. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Bis dahin!